Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. So, es regnet gar fürchterlich, Tag 8 am Morgen. So, wir schauen mal rein. Ja, die Hühner schlafen noch, das ist gut. War da was drin? 4 Eier, wunderbar. Das ist gut. So, dann kommen die Eierchen mal da drauf. Bam, dann haben wir hier die Box. So, da ist viermal Wildfleisch. Wir haben einen leeren Kanister. Großartig. Den hätte ich gern da oben platziert. Aber leider. Oh. Na gut. So, und jetzt schauen wir da nochmal schnell rein. Was haben wir denn da? Der da. Ja, den lassen wir einfach noch wachsen. Einfach so. Aber den da. Können wir mitnehmen. Ups. So. So, und dafür setzen wir, was setzen wir da? 9? Oh, den letzten. So, dafür gleich Wasser. Da ist genug Wasser drin. Wasser. Ich glaube, wir brauchen einen Brunnen. Wasser. So, super. Wow. So, zuerst zum Laden. Das ist aber diesmal ein heftiges Gewitter, meine Lieben. So, wir brauchen Treibstoff. Was für ein... Wow. Mhm. Das ist aber ein sehr, sehr unangenehmes Gewitterchen. So. So. Alles mal droppen. Hi ho. So, wir brauchen Benzin, meine Lieben. So, verkaufen. Was verkaufen wir? Den Kohl. Wir verkaufen Wildfleisch und 4 Eier. Wunderbar. So, passt doch. Kaufen. Was können wir noch kaufen? Der Eierkorb. Nö. Noch ein Huhn. Was wir nicht haben, ist das Huhn. Kaufen. So, was bräuchte man noch? Einen Kübel, haben wir gesagt, brauchen wir. Kaufen wir das Huhn, das Dunkle. Legen sie in den Korb. So, was kostet der Kübel? Ein Holzeimer, den nehmen wir. Ja, das passt so. 58. Dünger haben wir. Komposter hätte ich auch echt gern. Was macht der Sprinkler? Den würde ich echt gerne testen. Und den Osterkorb. Sprinkler können wir uns leisten, theoretisch schon. Aber ich will die Ananas. Kann ich mir nicht leisten. Hm, Weintrauben kann ich mir nicht leisten. Ah, Kohlsamen, super. Tomaten. Tomaten würden gehen. Ja, das geht so. Warenkorb. Bam. Danke für Ihren Einkauf. So, Tankstelle. Um 7 Euro, da können wir tanken. Yay! So, bitte, ich gebe kein Gas, gar nicht. Aber wir suchen den Baum, den wir jede Folge einmal erwischen. Also nicht den, irgendeinen. Boah, ist das laut alles heute.
ganz ein fieses Gewitter. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, wir haben keine Kugeln mehr. Das kommt ja noch dazu, wir können nicht mehr jagen. Ui, ui, ui. Super. Na, viel getankt haben wir echt nicht. Ach ja, na gut. Was soll's? Wir müssen Sarek nach Hause. Oh! Oi. So, da könnten wir jetzt ein paar Tierchen, aber wir. Ich glaube, wir haben keine Kugeln mehr. Oh, ja, 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 ja. Jetzt haben wir definitiv keine Kugeln mehr. So, super. Ach ja, ich muss üben. Wenn wir den nächsten Kohl fertig haben, dann werden wir üben. Tierchen schießen. Ach, Gott sei Dank ist das Gewitter vorbei. Ist schon ganz gut. So. Nö. So, was haben wir denn? Der Eierkorb ist leer. Ach, bitte sehr. So, dann kommt der da mal drauf. Das wollte ich nachsehen. 40 Eier hat der Platz. Okay, dann können wir da länger sammeln, weil da ist ja offenbar nur für 12 Fleisch Platz. So, und die Tomaten bringen wir da mal rüber. Haben wir irgendwo... Oh, ich glaube, wir haben den Kübel vergessen. Och, ist das schade. Ist das schade. Ja, ist es. So. Hm. Okay, so. Ja, dann machen wir mal. So, schön den Kohl wegbringen. Ist das ein vollwertiger Kohl? Ich hoffe schon. Und Kugeln müssen wir kaufen. So. Das ist doch super. Läuft. Den lassen wir noch. Das wird unser Testkohl. So. Kugeln. Wir brauchen mehr Kugeln. Was wir jetzt verballert haben hier. Ach ja. So. Sechs Stück. Was ist da hinten drin?
Machen wir den? Probieren wir es einfach. Geht's? Wir fahren jetzt nochmal. Kaufen wir Kugeln oder Treibstoff? Kugeln oder Treibstoff? Kugeln oder. Wenn ich meinen Tank ansehe, Hälfte Tank. Hälfte Tank hätten wir noch. So, Moment. Und ein Huhn? Wir hatten doch auch einen Huhn gekauft. Ist vergessen, nur der Regen. Ja, ja, der hat's gemacht. So, ich stelle jetzt mal den Wagen daher. Hallo. Super. So, der ganze Wagen steht drauf. Kohle 6-mal. Ja. So, Holzhammer. Was wollen wir kaufen? Um 30. Oh, Kugeln. 40! Oh mein Gott! Verdammt. Okay, aber wir haben 30. Was kaufen wir um 30? Was teurer ist? Tomaten, noch mehr Erdbeeren? Paprika haben wir, Ananas noch nicht. Den Sprinkler. Nö. Wir kümmern uns um Treibstoff. Warum? Das wäre sinnvoll. So. Passt, wir haben alles. Was ist das? So. Tankstelle. So, bis wir uns irgendwann Kugeln leisten können. 40 war der Preis jetzt für die Kugeln. Yay! Diese Querfeldeinfahrten, ganz wildes Ding. So. Es regnet schon wieder. Das gibt's ja nicht. Okay, halb voll ist er. Der Tank ist ganz voll leer. Also die Fahrzeugsteuerung ist wirklich für ambitionierte Fahrten. Ja, ja. Ah, right. So.
mit dem Regen ist echt gemein. Der ist leer. Okay, wir brauchen einen neuen Wassertank. Ah, mal zumachen hier. So, ja, da noch einwerfen. Okay, so, was ist, wenn wir jetzt den hier abbauen? Oh, schade. Okay, Test gelungen. Das heißt, es hilft nichts. Außer, dass sie schneller wachsen mit Dünger. So, gut. Ja, aber wir brauchen im Moment das Geld. Das heißt, wir müssen schauen, dass sie schneller wachsen. So, dann bringen wir die zwei raus. Gleich kommt der zweite. Was für ein elendiges Mistwetter, oder? Ist doch widerlich. So. Bisschen was ist noch da. So. So, wir planen heute einen Brunnen. Nö. Hier, Brunnen. 6 Holz mal 20 Zement. Das ist natürlich viel. So, 20 Zement. Ob wir die da drinnen haben, schauen wir mal. So, 20 Zement. Bam. So. Ist nochmal 30 drin. Super. Dann brauchen wir noch ein paar Holzplanken. 6 Stück am besten. So. Haben wir auch gleich. Dann haben wir den Brunnen fertig. Hier. So. Rest bringen wir zurück. Wunderbar. So, jetzt bin ich aber gespannt. Der ist ganz leer. Kann ich den da reinstellen? Das wäre schön. Das wäre schön. So, dann holen wir mal einen Kübel. Der ist leer. Gut. Okay. Drehe die Maus. Oh. Okay.
dazu. Okay, da bräuchte man auch irgendwie. Ist das jetzt leer oder voll? Ich weiß es nicht. So, wir stellen es mal da dazu. Und werden später wissen. So. Ah! Super. 0 von 7. Okay, wir bräuchten Futter. Ja, dann lassen wir den Korb nur kurz noch da und holen noch Futter für die Hühnchen. Viel haben wir nicht mehr, aber ein bisschen ist noch da. So. So, passt. Aber das auch eingebaut. Da passt auch alles. Wir haben einen Brunnen. Da könnte man auch noch einen Eimer mehr machen. Oder ein Fass oder sowas dazu. Da werden wir ein Fass aufmachen. So. Super. So, Brunnen ist da. Hippipura. Brauchen wir noch ein Fässchen. Wenn ich da jetzt auf unser Haushaltsbudget... Wir bräuchten Kugeln, meine Lieben. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Ach ja. So. Ich bringe da nur mal die Holzstammmenge zur Kreissäge. So. Ja, vielleicht bauen wir uns noch einfach ein paar Beete. So, Brunnen am Start ist super. Wir brauchen einfach mehr. Wahrscheinlich sollten wir uns wirklich um größere Tiere kümmern. Schweinchen, Kühe und so weiter. So, die Erdbeeren sehen super aus. Würde ich jetzt echt gerne selber einfach in den Mund stopfen. Ja. Yeah. So, die legen wir mal da her. So. Ah. Ja, vielleicht sollten wir uns wirklich Kugeln kaufen und einfach auf Jagd gehen. Damit kriegen wir am schnellsten und am einfachsten neues Geld. Nein, 10 Stück haben wir. Das ist schon gut. Dann gehen wir vor dem Schlafen gehen, werden wir die Blumen noch wässern. Hühnchen Hammer. Die Eier abgenommen haben wir alle. Genau, da waren noch Fäkalien. Hühnerkot. So, 6 von 7, 6 von 7. Und da ist nur nass. Gut. So, 25 Brettchen. Ach, schön.
Es beginnt wieder aufzuklaren, das ist echt gut. So. Oh, ich freue mich schon, wenn wir ein bisschen Reserve haben. So. Dass wir nicht mit allem so ganz vorsichtig umgehen müssen hier. Lass das jetzt mal dastehen. Ui. Was haben wir da eigentlich? Erdbeeren. Schauen wir mal, was die bringen. Das werden wir morgen sehen. Ob sich die Erdbeerzucht hier wirklich rentiert. Rentiert. So, und wenn, dann werden wir ein paar Beete neu. So, da nicht, da nicht. Hier hätten wir. Oh ja. Müssen wir die jetzt immer einzeln rausbringen? Gibt es keinen so einen Erdbeerkorb? Erdbeerkorb. Der wäre gut. Na, super. Oh, drei Erdbeeren. Boah. Wobei es ja mehr als drei Stück. Da hinten auch noch. Den Wagen lassen wir dann näher dort stehen. Wenn wir das nächste Mal so eine Ernterunde machen, muss der Wagen näher da sein. Ja, so. So, und ich glaube, unsere Geldmangelsituation ist dann behoben, wenn wir die Erdbeeren verkaufen. Wir schauen mal. Ich glaube aber, es gibt keine so einen Erdbeerkorb oder sowas. Das glaube ich, gibt es tatsächlich nicht. Ah, die werden sehen. Oh. Okay, kann man oft ernten. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Da schauen wir gleich mal, was wir für die Erdbeeren kriegen. Da können sie dreimal ernten, offenbar, die Erdbeerstaude. Das ist ja super. Nö. Nö. Da haben wir noch Erdbeeren. Wahnsinn. Da wären wir reich morgen. Da wären wir reich. So, da sind noch welche. So, sind die jetzt verdorben? Der ist leer. So, dann machen wir einmal noch diesmal die Brunnenaktion. Oh, das ist aber echt. Also ich kann das nicht empfehlen.
Also ich drehe, ich drehe. Super. So, meine Lieben. Ja, ich hoffe, morgen sind wir reich mit Erdbeeren. Reich mit Erdbeeren. Wahnsinn. Viele, viele Erdbeeren waren das. Bin echt gespannt, ob wir uns dann neue Kugeln leisten können. So, wir haben einen Brunnen und eine Erdbeerplantage. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.